Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Glossy Box von, was haben wir für einen Monat? Oktober. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte solche Videos immer gerne so ungeschminkt wie nur möglich. Ich habe heute Morgen nur ein bisschen Mascara drauf gemacht und das war's. Und ich bin einfach gespannt, was sich darin verbirgt und was ich vielleicht auch jetzt mit dir zusammen testen kann. Und ja, wir starten, würde ich mal so sagen. Die Glossy Box ist eine Beauty-Abo-Box, die monatlich kommt. Die kostet zwischen 12,50 Euro und 15 Euro im Monat. Ich habe die im Jahresabo und zahle dementsprechend 12,50 Euro pro Monat, was jährlich abgebucht wird, aber Pelle, ne? Genau. Ich habe die jetzt aus ihrer Grundverpackung rausgenommen und habe hier jetzt quasi nur noch die Glossy Box. Ist keine Special Edition, ist einfach hier die rosafarbene Glossy Box Box. Da war ein Gutschein mit da drin, 5 Euro Rabatt auf unser gesamtes Sortiment von Rituals. Deswegen hoffe ich, dass da Ritual-Produkte mit drin sind. Mit dem Gutscheincode Glossy Box Home kannst du da 5 Euro in dem angegebenen Zeitraum sparen. Also wenn du Lust drauf hast, dann kannst du dir das gerne mal anschauen. Ja, aber ich würde sagen, wir machen die mal auf. Du hast da immer so ungefähr 5 Beauty-Produkte drin und die sind immer relativ hochpreisig. Also das ist jetzt nicht unbedingt Drogerieware da drin, ne? So, wir haben sie geöffnet und haben hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da sind auch manchmal interessante Schminktipps drin, Informationen zu den Produkten, die Preise, die ich dir dann auch dementsprechend einblenden kann. Und ich rieche immer gern an den Boxen. Riecht nach nichts? Doch, warte mal. So im Nachgang, irgendwie so ein zitrischer Duft kommt da noch mit raus. Na, ich hoffe nicht. Genau, wir haben hier dann, wie gesagt, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und die Sneak Peek auf die, beziehungsweise die Info für den nächsten Monat. Der ist dann quasi hinten. Also im November erwarten uns Gold- und Champagner-Edition. Und das scheint dann auch eine Special Edition zu sein. Bin ich sehr gespannt. Dann hauen wir mal rein, wa? Die Glossy Box kommt hier. Mit Seidenpapier und einer schönen Schleife, die wir jedes Mal immer schön zusammen öffnen. Und ist hier mit einem Klebi zusammen gemacht. Oh, hier haben wir auch nochmal die Info. Achtung, Achtung, Glossy Box Adventskalender. Und hier hinten steht auch drauf, du kannst es im Bundle mit einer Freundin zusammen dir holen. Einen für 95 Euro, zwei für 150 Euro und drei für 200 Euro. Das ist echt mal ein Schnapp, ne? Das muss man wirklich sagen. Die Glossies haben die für 89 Euro im Presale bekommen. Ich habe den ja schon mit dir zusammen aufgemacht. Ja. Da sind auf jeden Fall ziemlich coole Sachen drin gewesen. Hat mich umgehauen. Kannst gerne nochmal das Video anschauen. Und wow, hier haben wir schon den Blick in die Box und ich glaube, es wird ziemlich, ziemlich geil. Huiuiui. Ei, 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 okay. Hip Hip Hydra, da kommen direkt hier Barbour-Ampullen auf uns zu. Intensive Feuchtigkeit, Intensive Moisture. Wow. Das ist mal eben in der Glossy Box drin. Das finde ich cool. Ist gar nicht mal so günstig, so ein Produkt. Ja, ist extra hier zusammen in Kooperation mit Barbour und der Glossy Box entstanden. 7 Ampullen, also du hast hier wirklich für, eine ganze Woche mal echt so eine schöne Ampullenkur drin. Wow, das finde ich geil. Also Hydra, das ist dann wahrscheinlich für Feuchtigkeit spendend. Hier hast du ein Herz mit drauf und ach, das finde ich klasse. Für feuchtigkeitsarme, trockene Haut, super, denn Winterzeit ist Heizungszeit, ist trockene Hautzeit. Ein Komplex mit Hyaluronsäure und einem pflanzlichen Moisturizer spendet intensiv Feuchtigkeit. Ergebnis, die Haut ist erfrischt und gut durchfeuchtet. Ja, wird auf jeden Fall dann von mir getestet und verwendet. Also das finde ich klasse, das freut mich gerade mega. Geil. Okay, dann haben wir hier von Rituals ein Haarparfüm mit drin. With Lotus und Yi Yi Ren. Yi Yi Ren, okay. Ja, Rituals d'Intérieur. Okay, okay. 50 ml sind da drin. Den Sprüher finde ich ganz cool. Ich hatte jetzt in anderen Adventskalendern tatsächlich schon mehrere Haarparfüms drin. Deswegen bin ich hart am Überlegen, ob ich das hier weitergeben werde. Ich rieche aber mal dran. Es riecht mega geil. Also es riecht bei weitem nicht so grün, wie es aussieht. Es riecht sehr, sehr samtig, sehr angenehm. Aber da ich aktuell ein paar Adventskalender zusammenstelle, denke ich, dass das in einen der Adventskalender wandern wird. Da wird sich jemand anderes drüber freuen. Mega drüber freuen. Aber ich brauche keine 5 Haarparfüms hier, ne? Aber gut,
Ist geil, ist ein geiles Produkt. Rituals, hallo, hier bin ich. Finde ich klasse. Was haben wir hier noch drin? Von Caudalie. Rose de Vigne. Creme Gourmand Main et... Achso, eine Handcreme. Hand and Nail Cream. 30 ml sind hier drin. Mit Rose. Rose liebe ich ja, ne? Oh, das ist hier gerade echt voll in meiner Box, Leute, ne? Uiuiui. Puh. Oh, die riecht klasse. Die riecht richtig klasse. Die ist sehr fest von der Konsistenz, aber das zieht schnell ein. Er riecht halt, man muss diesen Duft mögen, ne? Riecht sehr extrem nach Rose, aber ich stehe drauf. Oh, und es fühlt sich total samtig jetzt an. Schön, echt schön. Oh, das finde ich angenehm. Das finde ich toll. Gut, sehr gut. Ja, die habe ich schon ein paar Mal verwendet, beziehungsweise getestet. Die Aktivkohle Multimasking von Schäbens reinigt tiefenwirksam, beugt Unreinheiten vor und reduziert Hautglanz. Das habe ich sogar mit euch schon mal getestet, als ich das, ich glaube, in einer Pinkbox mit drin hatte. Ja, läuft. Ist ganz witzig, ne? Kann man machen. Ist jetzt aber kein Must-Have. Mit Aktivkohle, Allantonin und Zink, individuelle Reinigung für jede Gesichtspartie. Ne? Ist ganz witzig, wird jetzt aber nicht in diesem Video getestet, würde ich mal so sagen, weil ich heute noch eine andere Maske vorhabe zu verwenden, die lila sein wird. Und ja, cool. Ne? Also bislang wirklich tolle Produkte. Dann habe ich hier ein Produkt von Alverde, ein Duo-Concealer, Eye-Brightener Concealer und Wake-Up-Effekt Koffeinserum. Hä? Welche Farbe ist das? Das sieht so rosa aus, ne? Kaschiert Augenringe für einen strahlend wachen Blick, sanft auftragen und leicht einmassieren. Aha. Also das scheint keine eigene Farbe zu haben. Also einfach druff, druff, druff. Ja, dann mache ich mal druff, druff, druff. Erstmal das Wake-Up-Effekt-Serum. Ach, guck mal, das kannst du so rausdrehen und dann hast du hier so eine Kugel mit dabei. Das finde ich ganz süß. Ich wurde auch heute auf Arbeit schon gefragt, was los ist. Ich hätte so müde Augen. Keine Ahnung. Ich kann irgendwie aktuell nicht so wirklich schlafen. Oder einschlafen vielmehr. Aber es lässt sich nicht so gut rollen, ne? Also, ist angenehm kühl auf jeden Fall. Aber es hat so ein... Das hubbelt so. Also nicht wegen meiner Falten oder so, sondern das hakt so. Das geht nicht so in eine entspannte Rolle, sondern es hakt. Hä? Das ist aber so, als hätte ich gar nichts drauf gemacht. Hä? Was ist da los? Scheint ein bisschen eingetrocknet zu sein, denn ich sehe hier auch so weiße Dinger. Also das Produkt scheint nicht das neueste zu sein. Ist dann quasi wie eine Augencreme. Mit Alverde hatte ich bislang noch nicht so die beste Erfahrung. Ah, jetzt habe ich auch Produkt drauf. Okay. Wahrscheinlich musste erstmal das Eingetrocknete abgehen. Und dann sanft einmassieren. Das Problem ist, wenn du drüber rollst, ist es auch alles andere als sanft. Ne? Das ist, sieht man, glaube ich, auch, dass ich die Haut schon sehr ziehe und dass ich schon etwas mehr Druck drücken muss, um da überhaupt Produkt rauszukriegen. Finde ich ein bisschen unpraktisch, aber gut. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall dieses Wake-up-Krams drauf. Drehe das wieder zu. Und dann kommt dieses rosa Vieh. Da habe ich auch einen Applikator und das ist wirklich einfach rosa. Riecht nach Naturkosmetik und ich habe hier irgendwie Glitzer in der Augenbraue. Wie auch immer der da hinkommt. Mache ich jetzt mal erstmal nur auf die Seite und dann vorsichtig einwatschen. Aber erstmal verteilen. Ey, das ist aber nicht so geil zusammen mit der Augencreme, ne? Mit dem Augenserum. Das wird schon sehr... Das war Sammy. Was ist das denn? Das wird krümelig. Ich meine, es macht einen Effekt, aber du musst die Krümel hier wegmachen, sonst sieht es doof aus, ne? Brightening, ja, macht's, deckt minimal, aber so wirklich? Ja, jetzt siehst du den Unterschied mit und ohne. Ist halt weiß, ne? Man sieht halt, dass irgendwas auf dem Gesicht drauf ist, aber also ich würde das jetzt nicht unbedingt ohne Foundation verwenden. Okay, jetzt, nee. Ich wollte eigentlich gerade sagen, jetzt wo dieses Serum etwas mehr eingezogen ist, lässt sich das schöner verteilen, aber ne. Ja, sehe ich jetzt wacher aus? Würde ich jetzt nicht so behaupten, ne? Weil ich finde, dass das schon auch etwas austrocknend ist. Mir gefällt es nicht. Also das wird auf jeden Fall weiter wandern, also aussortiert werden, weil nein. Einen habe ich noch.
Und zwar ist das hier, cool, das wollte ich mir auch schon angucken, von Glisskur, Schwarzkopf Glisskur Biotech Restore Kräftigungsshampoo, stimuliert die Follikel und kräftigt das Haar, strapaziert es und beansprucht das Haar. Das habe ich, das kann ich gut gebrauchen. Sammy schüttelt sich. Da kommt er um die Ecke. Na, ja. Beachtung, Leute. Beachtung. Häuchen dreht jetzt hier weiter, okay? Sichtbar verbesserte Haarqualität. Ohne Silikone und ohne künstliche Farbstoffe. Riecht gut. Riecht sehr angenehm. Blumig. Aber halt auch wirklich natürlich, ne? Also, das ist ganz cool. Ja, das war jetzt auch schon der Inhalt. Aber wir haben mehr Produkte drin als normal. Also wir haben 6 Produkte drin. Also da kann man sich nicht beschweren. Und ich finde, mit den Produkten bist du auch optimal gepflegt. Ja, wir hatten dekorative Kosmetik drin, aber die dekorative Kosmetik, hier dieser Concealer, ist für mich jetzt so nicht das Tüpfelchen auf dem i. Also, ne, das finde ich jetzt nicht so geil. Ansonsten, die Produkte gefallen mir richtig gut und ich blende hier auch mal den Gesamtwert der Produkte an. Und Sammy hat mir gerade seine Pfote in die Hand gelegt. Oh mein Gott, das ist so niedlich. Oh, schon wieder. Oh Mann, Sammy, du bist niedlich. Du bist niedlich. Du. Sitzt dann neben mir und guckt mich an. Okay, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings der Abo-Boxen, die ich so habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!